YouTube-Menschen da draußen vor den Monitoren gebannt, starrt ihr sie an und sagt, ey, was spielt der Kies denn da wieder? Wir spielen heute eine Demo von einem Horrorspiel namens Dark Knot. Ich denke mal, so spricht man es aus. Ich weiß es nicht, wenn ihr da draußen es besser wisst, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Die Leute hier, die abonnieren wie blöd. Nicey505, Dankeschön. Und Mace, Dankeschön. Im Moment ist nur der Prolog da, es ist nur eine Demo. Das Spiel soll, glaube ich, noch dieses Jahr kommen. Und es ist so ein bisschen angelehnt an Spiele wie Silent Hill und Saw. Wir starten durch, kommt auf Twitch, da könnt ihr live dabei sein und es schneller sehen als alle anderen. Ansonsten bewerten und kommentieren. Prolog. Es soll gestört sein, das Spiel. Klingt doch schon mal gut. Es soll gestört sein. Ich mag gestörte Sachen. Ist kostenlos. Ja, Tag 1. Ist aus Russland. Alles kommt aus Russland, was Horror angeht. What the heck? Okay, ich sehe erstmal einen Mutantenhintern. Und es ruckelt ein bisschen. Oi. Alles klar. Ronage, Dankeschön für 12 Monate. Ein Jahr. Erinnert ein bisschen an Fortnite, das Spiel. Ui! YouTube wird das lieben. Oh, mein Kopf. That was a really bad idea. Oh, was ist das hier? Alter, YouTube wird's lieben. Geht ja schon mal gut los. Geht ja schon mal verdammt gut los. Nur die Performance in dem Spiel sind nicht so pralle bis jetzt, aber vielleicht. Vielleicht ändert sich das. Ey! Alpha. Was ist das hier? Eine Limo. Die ich nicht mitnehmen kann. Und eine Notiz. Gib mir die Notiz. Dark Knot Board Game Rules. Ist einfach zu spielen. Was? Moment, wie jetzt ein Brettspiel? Was ist das hier für ein merkwürdiger... Ist das ein Spiegel oder ein Bild? Blutige Handabdrücke überall. Also das sind die ganzen Spieler, die hier unten gelandet sind. Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. So, wir ducken uns mal. Geh mal rein hier in den Schacht. Also es soll so ein Rätsel-Fallen-Verstümmelungsspiel sein. Okay, um die Rätsel zu lösen, muss ich sicher sein, dass keine Gegner in der Nähe sind. Und ich soll auf Details achten. Aha. Was ist das denn hier? Irgendein Zettelchen mit irgendeiner Ziffer drauf? Was kann ich hier machen? What the heck? Uah! Alles klar, Kumpel. Da geht ja echt der Stift. Okay, vielleicht wird das Spiel wirklich verdammt gestört. Ich habe einen Schlüssel. Warte mal, das Ding ist doch kaputt, aber... Geht unser Schlüssel da irgendwie rein? Nee, niemals. Da brauche ich irgendwas Kleines. Was zur Hölle? Ich höre einen Zombie oder sowas. Ich hab null Bock auf Zombies. King Hellnex, Dankeschön. Und Aldi, guter Mann. Dankeschön, was ist das denn hier? Tintenfisch, ein Auge und ein Vogel. What the heck? Geht das auf? Nee. Igitt. Eine Blowjob-Maske. Diese Maske macht mich verrückt. Aber man muss die Maske vielleicht hier drauf? Oder hier? Alright. What are you doing here anyways? I have to get out of here. Okay, das ist irgendwie ein
Irgendwie ein gestörtes Spiel. Warte mal, ich glaube, hier muss mein Schlüssel rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier mein Schlüssel rein muss. Ja. What kind of a place is this? How have I gotten here? It's a prank, right? Have I been locked from the inside? What? I don't get it. The city is paralyzed according to the weather forecast. The bad weather continues and fog will fall. Is there another way out? No. But the body. What should I do? What do I do now? Okay, Moment. Beard? Okay, wahrscheinlich brauche ich hier alle Schlüssel. Einen haben wir gefunden. Der war im Maul von dem Dude. Der Maskenmann bringt mir im Moment gar nichts. Kann man das Radio irgendwie... Kann man das ausmachen? Man kann es drehen. Muss man hier irgendeine Frequenz einstellen? Okay, hier bewegt sich was. Ob ich hier irgendwas empfangen kann? Kann ich hier Knöpfchen drücken? Und hier geht das Licht aus. Kann man nicht hochheben? Bücher. Eine alte Tasche. Wo könnten noch Schlüssel sein? Hier. Was kann ich denn hier mitmachen? Ah. Ich könnte das Ding reindrehen. Funktioniert es jetzt? Mann, das ist ja Cthulhu. Cthulhu, der mit einer Ballerina tanzt. What the heck? Was ist das hier für ein Ding? Warum bewegst du dich? Someone is around here. Irgendjemand ist hier. Aber wo? Wo zum Pinsel soll hier jemand sein? Okay, wir können die Kerzenständer bewegen. Hat das irgendjemand gespielt, das Spiel von euch? Jetzt höre ich auf einmal Stimmen. Ich höre plötzlich irgendwelche Flüstereien. Irgendwelche Cthulhu-Flüstereien. Die Stimmen werden lauter. Warte mal, vielleicht muss das raus. Mach das mal raus. So. Und jetzt... Ha! Gelöst. Okay. Weiterer Schlüssel. Security Service and the police are conducting a joint investigation. Why are these keys so damn big? And these locks? What the hell does it mean? The embankment between Ross Street and North Street collapsed. The next operation drives its involvement in the incident. What the fuck? Was stimmt mit diesem Radio nicht? Bananenjob, dankeschön. Diese Maske macht mich wahnsinnig. Okay, ich kann ihm die Maske wieder abziehen. Ha. Also die Maske geht hier drauf. Und dann kommt immer dieses irgendjemand ist hier. Da habe ich die Maske gefunden. Muss ich vielleicht... Warte mal, hier geht noch was. Aha. Oh, wow, wow. Da war der Schlüssel. Ja, easy. So. Seemann, öffne dich.
Ist da jemand? Okay, Kumpel. Ganz vorsichtig. So, das können wir direkt schließen. Kann ich das schließen? Mach mal zu hier, die Bude. Ich soll meine Klamotten sauber halten. Tja, ich besitze keine Klamotten, mein Freund. Erlaube dir selbst nicht schwach zu sein. Die Albträume bereiten viele Gefahren auf dem Weg zur Erlösung. Was zum... Alter. Alter, was bist du denn für ein... Yo. Yo, mach die Tür auf. Okay. Psst, hey. Was ist das denn für ein Ding? Ein Hantelraptor. Für ein Hemd. Der Arme, der holt sich noch den Tod. Okay, der schleicht hier rum. Ha, du bist viel zu langsam und zu fett. Schokolade. Nehme ich mit. Ich nehme alles mit. Alles, was du hier drin hast, nehme ich einfach mit. Ich raub dich einfach aus. Wenn ich mich... Nochmal... Was? Ja. Ja, ich habe einen Knüppel. Jetzt ist der weggerannt, oder was? Na, schon hat er Angst vor mir. Schon denkt er sich so, nö, da mache ich nicht mehr mit. Was steht hier? Okay, ich werde den so... Bam! Oh, ich kann treten! Ich kann den Judo-Kick. Judo-Kick. Alter, er kann ja voll die Moves. Alles klar. Alles klar, hab ich verstanden. Ich kann übelst die... Du willst kämpfen? Buschmann mit deinen... Oh, ist eine Buschfrau. Buschbubis. Ihr wollt Stress? Ihr komischen Wurzel. Alter, er macht einen Superman. Au. Okay, ich hab ihn. Ich hab keine Ausdauer. Ha. Guckst du blöd. Alter, irgendwelche Intrigenzien. Ein Lockpick. Das nehme ich auch nochmal mit. Ich sammle alles natürlich ein. Und was ist das hier? Nochmal so eine Blume. Okay, wie komme ich in mein Inventar? Wahrscheinlich mit I. Nee. Doch nicht mit I. Nightshade. So. Ist alle tot. Ich habe halt voll wenig Leben. Ich habe super wenig Leben. Habe ich jetzt meinen Lockpick dafür eingesetzt? Okay, meine Heilung ist kacke. Ah, hier sind meine Items. Jetzt sehe ich's. Was bringen mir denn die Intrigenzien? Okay, also die Schokolade hat mich geheilt. Ach, die Blumen heilen mich auch. Ja, nice. Nur ganz schön dunkel hier. Taschenlampe wäre gut. Und ein Hemd. Alter, wo bin ich hier gelandet? Was steht hier? Okay, wenn ich blute, verliere ich natürlich Leben. Das ergibt schon irgendwie alles Sinn. Irgendjemand ist in der Nähe. Okay, was ist das hier für ein Gelände? Ich meine ganz im Ernst, wo ist der Dude gelandet? Um was es in dem Spiel geht, Skjor, ich kann es selbst nicht sagen. Ich weiß es nicht. It's locked. Aber hier ist alles zu, es ist super dunkel. Hallo? Parcours. Okay. Kann ich hier hochklettern?
Space? Huh. Wie hat er das jetzt gemacht? Take. Ich nehm's mal mit. Na, gib mir meine Waffe. Muss wahrscheinlich da hochklettern. Das ist zugesperrt. Wow, was ist das denn? Alter, was war das denn? Ja gut, Space. Aber jetzt. Er braucht ein bisschen. Er ist langsam. Er hat kein Hemd an. Er ist verwirrt. Ich meine, wie würde es euch gehen, wenn ihr an so einem Ort hier aufwachen würdet? Total zerschnitten und fertig mit den Nerven. Der arme Mann. Was würdet ihr machen? Alter! Irgendeine Sau hat mich da reingeschubst. Okay, was steht hier? Lass mich hier raus. Nein! Hau weg das Ding. Nimm mit. Man kann nicht genügend von diesen weißen Blüten haben. Boah, hier ist noch sowas. Ey! Boah, diese Buschweiber. Die teilen ordentlich aus, du. So. Quest updated. Oh, endlich, endlich. I might need that. Endlich habe ich eine Lampe. It's locked. Hier geht's trotzdem nicht weiter. Oh mein Gott, soll ich denn noch weiter unten rein? Anscheinend soll ich noch weiter da unten rein. Okay, mit Q können wir die Items auch durchwechseln. What? It looks like this requires some kind of key card. Okay, ich brauche eine key card. Oh mein Gott. Okay, eine Säge. Soll ich mir was absägen? Eine Workbench? Materialien. Ich glaube, das Spiel ist richtig komplex. Was haben die da vor? Okay, Fix and Repair. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe nichts, ich habe Materialien. Okay, was will das Spiel alles sein? Das Spiel ist richtig komplex, ne? Oh Gott! Meine Fresse! Billy der Butcher kommt auf einmal hier. It's getting harder to breathe. Was haben wir hier? First Aid Kit. Yes, ma'am. Okay. Eine Kerze? Wasserkocher? What? It's a small pouch with red salt. Rotes Salz? Irgendwelche Intelligenzien? Was habe ich denn jetzt gefunden? Okay, ein Bügeleisen zum Werfen. Alles klar, ich habe einfach ein Bügeleisen gefunden. Poor wretch. Okay, Moment, jetzt habe ich hier eine Schachfigur gefunden. Turn right.
Okay, dafür brauche ich irgendeinen Code. Ich habe ein verdammtes Bügeleisen. Das ist schon mal nett. Moment, hier habe ich doch was. 3 und 2. Kann ich irgendwas da reinstecken? Make coffee. Ich kann mir einen Kaffee machen? Ich meine, wer macht sich denn? I don't drink coffee. Alter, was ist das für ein Spiel? Search for Nick. Dankeschön. Was ist das für ein Spiel, Freunde? Warte mal, hier steht was. Hier steht 3-mal nach links und 2-mal nach rechts. Okay, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Hab ich jetzt gleich Klamotten? Alter, Schuhe. Ja. Endlich sehe ich nicht mehr total fertig. Ich sehe gut aus. Ich sehe gut aus. Und jetzt noch ein Kaffee. Er ist noch ein Kaffee. Er will keinen Kaffee. Ich hätte mir jetzt noch einen Kaffee reingefegt, du. Aber ich habe keine Keycard. Wo finde ich die Keycard? Das Bügeleisen schwebt neben mir, okay? Das ist ein magisches Bügeleisen. Kann ich irgendwas hier basteln? Keine Items, die ich reparieren muss. It's locked. Okay. It looks like this door needs a key card. Warte mal, hier habe ich noch was. Okay, die Mechaniken in dem Spiel sind schon eigentlich alle ganz cool. Es ist wie gesagt ja erstmal nur eine Demo. It's stuck. Oh, die klemmt jetzt oder was? Ja, aber es reicht doch, als ob du das jetzt nicht runterreißen kannst. Ah, die Säge! Ey, das ist schon cool. Wie er daran rumfummelt. Weg mit dem Drecksding. Yes, baby! Yes! Also die Mechaniken finde ich richtig nice von dem Spiel. Safe Place. Somebody left their notebook here. Okay, was habe ich denn hier? Ich habe jetzt rotes Salz und eine Chess Queen. Und hier kann man speichern. Ah. Okay, man setzt sich hin und speichert. Guck mal, jetzt habe ich hier ein Rezept gefunden. Ich wette, es wird halt, es soll so ein bisschen... I need the key. Es soll so ein bisschen werden wie halt so ein Saw. Ne, so Silent Hill, Saw-Mix, irgendwie Survival, Horror. Du wachst... Pistolenkugeln. Du wachst halt in diesem merkwürdigen Gebäude auf, in dieser merkwürdigen Anlage. Boah, was ist... Boah, renn einfach. Renn. 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 Irgendwas zum Heilen. Oh, Alter, das heilt richtig gut. Tipps updated. Was haben wir hier? Ein Rezepthang hier am Stuhl. Heilige Kacke, bin ich in der Hölle? Fühlt sich an, als wäre ich irgendwie in der Hölle, Freunde. Fühlt sich an, als wäre ich in der Hölle. Okay, wir brauchen Strom. Oh nein, dann gehen diese ganzen Maschinen an und ich muss ja nochmal durch. Ich glaube, das wird eine sehr unangenehme Geschichte.
Was ist das denn? Warte, hier liegt irgendwas. Interact mit... Oh, no! Ich brauche ein Seil. Oh Gott! Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Ich muss das ein bisschen besser timen. Da ist er Brei, der Mann. Da ist er absolut Brei. Moment, was jetzt? Tag 7? Moment, warum habe ich auf einmal Hugh Hefners Morgenmantel an? Und wo sind meine Sachen? I need to get that notebook. Ach, das Notebook ist sozusagen... Warte mal. Hat man da wieder alle seine Sachen? Was ist das hier? Seiten. Hier kriege ich Stiefel. Okay. Ich wollte eigentlich meinen Hugh Hefner Morgenmantel behalten. Der war eigentlich ziemlich sexy. Ich habe jetzt gar nichts mehr, ne? Ich habe keine Waffe, nichts. Ich habe nur noch so ein altes, ranziges Notebook. Oh, sweet. Ammo is just awesome. Ja, was bringt dir die Munition? Die bringt dir einen feuchten, Alter. Gegen Killerbienen? Willst du die damit abwerfen? So, den ganzen Krempel haben wir aber. Die Rezepte bleiben. Okay, wir müssen da durch, ohne zu sterben. Und irgendwas können wir mit einem Seil machen, aber ich habe noch kein Seil gefunden. Ob ich Angst habe vor der Inflation? Klar habe ich davor Angst. Und die werde ich hart spüren. Denn ich kann euch jetzt schon sagen, wo sparen die Leute als erstes? Beim Abonnieren, beim Spenden, Videospiele kaufen. Ihr merkt ja, es kommen keine Spiele raus. Weil, ja, der Markt ist tot. Das wird alles noch richtig, richtig unangenehm. Okay, ich muss hier irgendwie ein Seil platzieren. Renn! Okay. Es liegt hier irgendwo mein Kram rum. Ich bin, glaube ich, an einer ganz schlechten Stelle gestorben. Habe ich halt wirklich nichts. Man verliert alles. Das ist ja richtig böse. Igitt Käferbeine. Auch meine Taschenlampe habe ich verloren. Hier, was ist das? Ein Seil? Okay. Noch mehr Käferbeinchen. Kann man die essen? Schmecken die lecker? I need the code. Was braucht er? Den Code? Okay, wie komme ich da weg? Ja, ich will mal gucken. Was ist das hier? Gibt es hier irgendwo noch mehr Käferbeinchen? Matthews Seiten. Wie komme ich zu Matthews Seiten? Ich brauche nämlich einen Code. Oh, hier geht's nochmal vielleicht weiter. Ja, hier geht's sogar wirklich weiter. Was ist das hier? Eine Jeans. It's locked. Oh mein... What? What the... Eine Käfermaske. Okay, wenn ich die trage, greifen mich die Käfer nicht an. Alter, was ist das für ein abgespacedes Spiel? Ja, nice. Ja, nice. Aber wie kommt dieser Käfer dahin? Klavierlux, ja, aber wie läuft's denn im Stahlwerk? Also, ich sag's mal so. Ich gehe stark davon aus. Kann ich schlagen? Was bist du denn für einer? Alter, was ist das denn hier für einer jetzt? Schaut euch den mal an. Oi.
Komm, du musst ihn boxen. Du musst ihn kaputt. Hau ihn zu Brei. Guter Mann. Kultist. Eine Kerze, der hat ein bisschen Zeug auf jeden Fall dabei. So, warte mal, ich habe alles mitgenommen. Ich sag's mal so, also es wird auf jeden Fall so sein, dass die Werbung immer weniger wert wird. Das ist einfach ganz natürlich, weil Firmen da rein einsparen werden. Ja, also das Erste, was eine Firma natürlich kürzt, ist Werbegeld. Weil wenn sie merken, die Produkte werden weniger gekauft, ne? Warum dann auch intensiver werben? Und ich denke, dass wir jetzt alle auf schlechte Jahre hinsteuern. 8, 3, 5, 2. Psst, hey. Ja, nice. Ein Frühstück gebe ich dir aus. Dankeschön für ein Brötchen, Searchphonic. Dankeschön für ein Brötchen. Okay, wir haben das Ding zum Stehen schon mal gebracht. Das ist schon mal eine gute Sache, aber hier drüben burns noch. Hier im Stahlwerk läuft alles. Das ist schon mal sehr gut, Klavierlux. Also im Moment will ich den Kamin von uns zumachen und ich habe mich erkundigt nach einer Kassette für den Kamin. Und wir haben ein paar Angebote reingeholt. Die Lieferzeit für eine Kassette für den Kamin ist ein Jahr. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, eine Kaminkassette, was früher so 1500 Euro gekostet hat, vielleicht 2000, wollen die jetzt 5400 Euro für eine Kaminkassette. Ja? Ist verrückt, ne? Weil jeder jetzt einen Kamin machen will. Weil alle denken, naja, dann heizt sich eben mit dem Kamin. Irgendwann ist auch nur noch die Stube warm. Das kennt man ja noch von Oma und Opa. Damn it, the gun is broken. Ah, eine Knarre, aber die Knarre ist kaputt. Aber das Ding läuft wieder. Ey, ich finde das Spiel schon irgendwie krass. Wow! Oh mein Gott! Alter! Was ist denn hier gerade durchgefetzt? Halben Herzinfarkt. Oh Mann, hier liegt irgendwas, aber ich... Jetzt. Matthews Page. Oh mein Gott, kann ich hier rein? Ich habe halt keine Taschenlampe mehr. Wird's wieder hell. Okay, das ist mein Weg zurück. Eieieiei. Vorsicht, Kumpel. Was müssen wir jetzt hier machen? I need the code. I need the code. Ja, was ist der Code? Alter, komme ich niemals durch. Das ist der Code. Nee. Ja, screw it. Was ist der Code? Exodus, guten Abend. Okay, die Fliegen greifen mich ja jetzt nicht mehr an. Gehen wir mal dahin und gucken uns das mal an. Ich bin jetzt immun gegen die Fliegen. Ah, so komme ich auch wieder zurück. Der Schlauch. Der gute alte Schlauch. Mann, wäre ich doch nicht gestorben. Ich ärgere mich voll. Habe ich... Die Waffe ist kaputt, ne? Hat er gesagt. Irgendwie müssen wir da hinten die Flammen abstellen. Okay, hier kann ich nicht mehr ran. Wenn ich nur mal wüsste, wie ich ins warte mal, Steuerung, Inventory, gibt es irgendwie sowas wie ein Tagebuch? Kann man hier irgendwie, warte mal, hier. Energy Bar. Ah, hier lerne ich, wie ich was crafte. Hier Pages. Ist hier irgendwas drin beim alten Matthew?
toll. Wir haben auch ganz viele Seiten. Wollen wir Victors Seite mal angucken? Nichts von dem Code. Okay, ganz viele Informationen über diese abstrusen Dinger hier. Aber nichts von dem Code. Finde ich. Hier komme ich ja nicht durch. Hier verbrenne ich. Wir haben das Ding hier gedrosselt. Ha. Hat's hier irgendwas runtergefetzt bei der Explosion? Jetzt, Alter, wie das alles aussieht. Ich guck nochmal da oben, ob ich da irgendwo einen Code finde. Chat, habt ihr eine Idee? Ah, die Tür war zu. Habt ihr eine Idee, Chat? Das ist ein Staudamm. Was mit der Kiste hier drüben? Hier habe ich die Waffe rausgezogen. Hier haben wir das Ganze wieder zum Laufen gebracht, indem wir die Waffe genommen haben. Hier können wir nicht hoch. Na gut, dann geht es nur hier lang. Geht's nur hier lang, Boys and Girls. Alter, das schaffst du niemals, oder? Nee. Ist da ist da irgendwas, irgendeine Information? Keypad, ja, toll. God damn it, I need the code. Ich weiß den Code nicht. Fuck, screw it. Fuck, screw it. Kommt der hier überhaupt hoch? Ja. Okay, ich kann hier wieder zurück. Boah, Alter, fall mir jetzt ja nicht runter. Ich muss erst die Waffe reparieren, die funktioniert nicht. Moment mal, die Insekten sind weg. Die waren doch hier. Okay, man hat den Schlauch, um zurückzukommen. Der muss ja auch irgendeine... Ich hab... I have no idea, was der Code ist. Wenn ich es jetzt probiere, bin ich vielleicht tot, ne? Und dann habe ich wieder alles verloren. Ich habe eine coole Insektenmaske. Die würde ich ungerne verlieren. Weil das Ding zerfetzt mich. Das sieht echt unangenehm aus. Okay, das ist der Moment, wo ich durch kann. Eieieiei, hier bleibe ich dann stehen. Immer bei denen hier. Wow. Ich will nicht so Matsch gemacht werden. Nicht jetzt, wo ich ein paar gute Sachen habe. Aber schon beeindruckend, wie groß hier diese Maschine ist, ne?
Für so einen kleinen Indie-Titel schon echt nicht schlecht, was sie da umgesetzt haben. Oh mein Gott. Alright, soweit so gut. Soweit so gut. Nur noch du. So, das hätten wir geschafft. Die Maschine läuft auf jeden Fall. Okay, das ist das Fenster, wo du durch musst. Gehst hier nochmal runter und dann kannst du jetzt hier so durch. Ah, ekelhaft. No! Oh nein! Ich war kurz davor. Ich kann nicht speichern. Speichern ist auf der anderen Seite. Tag 12, Alter. Tag 12. Da bin ich wieder. Oh, die Maske ist hier. Die Maske ist hier. Okay, das ist nice. Ich habe die Maske schon mal nicht verloren. Okay. Mein Notebook habe ich auch. Es nervt mich nur hart. So, ich bin auch wieder angezogen. I need to find a key. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ach, warte mal. Hier ist die Pistolenmunition. Die Insekten waren ja hier. Haha. Und die lassen mich ja jetzt in Ruhe, weil ich die Maske habe. Ritualmaske. Na! Ey! Drecksviecher. Das ist, wenn ich die Waffe repariere und auf das Schloss schieße. Oi, 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 The Last of Us lässt grüßen. Eine echte Mokoto. Ne, eine Mokito ist das sogar. Eine echte Mokito. So, habe ich jetzt eine Knarre? Ich habe Kugeln. Was ist das denn hier? Acht. 352 haben wir verwendet, aber die anderen Sachen, da bin ich rausgefunden. Aha, da habe ich die ganzen Hinweise und so. Moment, ich soll das Ding sprengen? Wo kriege ich denn Dynamit her? So, wo ist jetzt meine Pistole? Gun, hier, take. So, ich habe jetzt eine funktionierende Waffe. Oh, Kacke, hier soll ich rein? Ich brauche eine Taschenlampe. Ich brauche irgendwas, was leuchtet. Ist noch was First Aid Kit. Das Salz. Small pouch with red salt in it. Stimmt, das muss auch nur irgendeine Bedeutung haben. Und das Bügeleisen, mit dem ich zuhauen kann. Das Bügeleisen der Verdammnis. Ich meine, Kugeln habe ich sehr, sehr wenig. Alter, Zitronen sippt. Dankeschön. Dankeschön. Ein paar Hype-Zombie-Herzen in den Chat für den Mann. Oh nein, da hinten ist ein Schachspiel. Warum muss in jedem russischen Horrorspiel Schach sein? Warum ist das so? Die Russen immer mit ihrem Schach, ne?
Ey! Da guckst du blöd. Gib's erstmal schön eins auf die Schnauze. Ih, was ist das für ein Beutel? Oh no. Okay. What? Ah, screw it. Okay, was geht hier ab? Fuck. Screw it. So, Moment. Also, ihr kleinen Genies, habt ihr euch gemerkt, was zu tun ist? Wo muss der König hin? Der König muss hier hin. Der muss den hier killen. Und jetzt macht der König den hier platt. Und dann... Nein! Warum ist der König da... Warum ist der König da hochgerutscht, ha? Warum ist der König... Ey, die Figuren lassen sich echt toll steuern. Aber wir haben eine Kerze. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir besitzen eine Kerze. So, jetzt hier. Es ist ein bisschen... Ja! 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 Jetzt muss der Schlüssel bestimmt da unten rein. Ja. Oh! Was zur Hölle war das denn? Irgendein Dämon ist da rausgejumpt. Hugh Hefner hat's gelöst. Gut gemacht, Hef. Gut gemacht. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, Heffy Boy. So, wir können wieder unseren Kram mitnehmen. Wir haben einen Schlüssel. Für was ist der Schlüssel jetzt gut? Ich wäre gerne irgendwie Full Hefner lieber. Aber naja, wahrscheinlich schützen mich die Klamotten mehr. Hier. So. Alter, was ist das denn da hinten jetzt? Ich speichere. So. Ich muss noch Munition holen. Ich habe keine Munition für das Ding. Denn die steckt hier. Haben die coolen Mücken noch irgendwas Nices hier rumliegen? Was habt ihr denn so, ihr Mückchen? Materialien. Ja, die Maske, die lassen wir mal. Oder ist die vielleicht wichtig? Kann die Maske irgendwas... Kann ich die mitnehmen erstmal nur? Nee, ich kann sie nur anziehen. Hm. Das ist wieder so eine Flüstermaske. Was die bringt, ich weiß es nicht. Alter, was für ein Schloss, ey. All those frozen figures seem very suspicious. Okay, hier sind gefrorene Figuren. Erinnert mich ein bisschen an die Nurse aus... Kann ich jetzt hier so rüber? Oder geht die dann ab? Ich sollte nicht vor ihnen rumtanzen. Okay, die sind irgendwie noch am Leben. Kann ich hier so in die Mitte durch? Ladies? Okay. Ich hätte meine Taschenlampe noch holen sollen. Alright, we did it. Was ist das hier? Ein Heiltrank? What the...
What the fuh, Alter? Kumpel? Oh, scheiße. Oh, scheiße, ey. Ja, jetzt ist der wach. Hast da Bock drauf? Ich nicht. Ach du. Okay. Ich hätte ihm im Bügeleisen eins verpassen sollen. Naja. Ey. Mach einen Dote. Das ist nicht gut, wenn der Fettsack jetzt hier hochkommt. Ich habe instinktiv geschossen, okay? Wake up. Wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du immer aufwachen. Moment, wenn ich jetzt Wake up drücke, habe ich ja noch meine Sachen? Ich habe ein bisschen Angst vor der Lady. Ah, ja, 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 ja. Oh Gott. Okay, die war schon hart creepy. Oh, scheiße. Ich hab den Riesen geweckt. Ich muss dich warnen. Au! Was hat er geworfen? What? Ich will aufwachen. Oh Gott. Okay, wir müssen ganz leise sein. Unser Plan, wir schleichen jetzt ganz langsam hin. Und klauen dem Drecksack einfach seine Sachen weg. Problem ist, ich komme nicht an das Rad, ohne die Axt wegzuwerfen. Sei cool, Alter. Okay, warte. Ducken. Alter, ich glaube nicht, dass es an der Maske lag. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es anscheinend irgendwie geschafft. Was für eine schwere, schwere Geburt. Alright. Ey, noch haben wir nicht gewonnen. Noch haben wir nicht gewonnen. Noch haben wir das Ding nicht gewonnen, Freunde. Weiß ich, ob er aufwacht. Wir werden es rausfinden. So, wir stehen mal auf. Small Gear. Es macht keinen Lärm. Alles ist cool. Langsamste Tür der Welt. Die Maske ist irgendwie verstörend. Muss die ganz auf? Ich weiß es nicht. Come on, come on, come on. Alright. Okay, das bedeutet aber, wenn das Ding runtergeht, gibt es keinen Weg mehr zurück, ne? Eine grüne Batterie. Alter, was macht der hier für einen fiesen Moonwalk? Vergiss es, Alter. Vergiss es, du versaust mir jetzt hier nicht die Nummer. Ich habe so hart gelitten. Gib mir deinen Dreck. Schläft da hinten immer noch der Dude. Die Batterie mal genommen. Green Battery.
Keine Ahnung, was es bringt. Irgendwelche Nephew-Seiten wieder. Oh snap! Oh snap! Oh snap! Alter! Uff. Sanity. Da wäre meine Sanity auch kaputt. Holy moly. It's locked. Alter, hätte ich das jetzt verkackt, ne? Wäre ich wieder bei Null gewesen wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Eine Tonic. Hilft die meiner Sanity? Ah, komm rein. Ja. Blau leuchtendes Getränk ist immer die Antwort für alles. Oh, was ist das denn? Das Rad. Ei. Aha. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ey, was ist das jetzt für einer? What? What? Leck mich am Arsch. Yo, der Bienenmann. Ich muss hier irgendwie. Okay, warte. Nein! Was zur Hölle? Nein, ich war schon durch und alles. Was? Er hat Mittagspause. Er sitzt da hinten in der Ecke und winkt mir zu. Hey Kumpel, ja, du hast ungefähr eine halbe Stunde, ne? Ich mach grad Mittag. Hab die Brotdose rausgeholt und so, ja, ne? Also, guck, dass du schnell machst. Hey, ne? Oder hält mich einer? Ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch, Jungs. Guck mal die Maske. Ich bin keiner von den Gefangenen, sondern ich bin einer von euch. Heilt Satan und so weiter. Ne? Ihr betet doch Satan an, oder? I don't know. Tschüss, ne? Und immer schön hier Satan und so weiter. Ist ein geiler Typ, der Satan. Heilt Satan! Darf man das auf Twitch sagen, dass man Satan verehrt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Zeit zu sterben. Was kann ich denn mit dieser grünen Batterie machen? Okay, meine Heilung ist noch recht stabil. Oh nein, jetzt nochmal die Rutsche. Jetzt nochmal die Rutsche, du. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Okay. Alright. Meine Sanity ist down. Aber da drüben ist eine Limonade. Wir alle wissen, Limonade ist die Antwort. Gib mir das. Öffne das. It's locked. Everything is locked. It's not locked. Leave me alone. Leave me alone. Oh. Oh. Was ist das hier? Schokolade. Iss die, ich hab eh Hunger. Rausreißen. Oh! Verbrannt nochmal.
So, wo bin ich jetzt? Die Wurzel-Family. I fight for the right to party. Lockpick. So, hier durch. Hier rum. Ich höre doch hier schon wieder jemanden. Someone is around here. Nee. Der ist ja schon wieder da. Der ist ja schon wieder da. Alter, nee. Ich glaub's nicht. Okay, die Axt ist ziemlich strong. Ist er weg? Nee. Der lauert hier. Der kommt ja auch immer wieder. Na, aber hier kommt er nicht hin. Kann ich nichts machen. Was mache ich jetzt? Hey, Wurzelmann. Knutsch meinen Judo-Move. Nightshade. Hm. Ist das sowas? Der zieht mir Sanity, ja. Das stimmt. Wenn ich so eine Blume esse, nee, die heilt mich nur und stillt meinen Hunger. Ich kann nicht töten, aber austreiben. Wie soll ich den denn austreiben? Ich Hausmanns-Voodoo oder was? Das ist, wenn ich einfach durchrenne. Okay, wir rennen. Mach auf! Nein! Oh, daran vorbei. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. Oi, 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 oi. Nein! Ist irgendwas hier nicht locked? Oh, verflucht! Oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg und mich heilen. Run, 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 run. Was ist das hier? Heilzeug. Oh nein, bin ich jetzt vergiftet? So. Ah, hochklettern, stimmt, da war irgendwas zum Klettern. Okay, ich bin immer noch voll geheilt. So, steig hier weg. Hier, hier, konnte ich hier klettern? Hier, hier, kletter! 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 Alter, was ist das denn jetzt? Nein, ich sehe auch nichts. Doch. Was war das denn? Kann ich hinter mir die Tür zumachen vielleicht? Ich.
Okay, nochmal. Hoch, hoch! Hoch! Geh hoch, Alter! Jetzt bin ich hier runter. Alter, was für ein Krimi. So, untersucht er hier das Loch? Was habe ich denn hier für einen komischen Wurzelverband? So. Warte mal. Halt, stopp. Ich glaube, ich habe das Rad verloren, oder? Ich habe das Rad nicht mehr. Der hat das Rad irgendwie verloren. Oh, es ist da. Es ist da. Alles gut. Alles gut. Oh Gott, ich habe ganz kurz einen... Da wäre ich gestorben. Es ist da. Es ist da. Es ist da. Alles gut, Leute. Alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war die Demo und ich bin trotzdem tot. That's it. I'm coming back to this street over and over again. I've gone so far and once again I got stuck. I'm leaving the gun. There are only two bullets in the chamber. It's not a lot, but that's all I have. All you have. You have to dig yourself out. And the city is cursed. And there must be a way out. That's what I still believe. But now I know that there's nothing here for me anymore. I've just seen the hunter outside. I've already seen him twice. Now he's standing behind the main gate. Well, I've got nowhere else to go. This is my last nightmare. Farewell, friend. Alter, ich meine, an sich hat das Spiel super viele geile Ansätze und so, aber es war stellenweise so unfair und so random. Hat viel Kraft gekostet, Leute. Hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber ich würde wagen, die Vollversion zu spielen. Weil es ist mal was anderes so, von der Optik her. Es ist mal was anderes. Das war's, Leute. Bewerten und auf Twitch kommen.